Hopp, hopp, hopp. Wir fragen, was man von uns will. Hopp, Hanna und Kamil. Reden mit die Sache genau. Hopp, Hanna und Kamil, mein ganzer Gast ist still. Jetzt wird die Sache etwas blau. Wo ist denn meine Frau? Du wünschest. Ich bin stumm und starr. Was ist geschehen, so sprich doch klar. Hopp, Hanna und Kamil, so sei doch endlich still. Ich sag dort eine Dame kurz vor. Ich guck der Stelle durchs Bisschen. Das war gerade nicht so fein. Ich habe praktisch meinen Ohren nicht, wie dieser Herr da, ihr Liebe schwor. Die Dame, die war ich. Oh, Hanna. Ich hätte geschworen, es wär meine Frau. Mein Leben, du Wege, steht sie sein. Die ganze Sorge ist mein Kuhnstein. War der Baron sein, diskret zu lauschen und spähen beim Schlüsselloch, so sagen sie hier, was treten sie mir gestanden, ich bitte, so sagen sie's doch. Ich soll es sagen, und ich soll's ertragen. Nun, Exzellenz, da ich nicht anders kann, was ich drin sagte, so hören Sie an. Nun? Wie eine Rose Knospe im Maienlichte blüht, so ist in meinem Herzen die Liebe aufgeblüht. Das wahrhaftig nur ein Standpunkt, der längst überwunden. Ein Zweibum sollte stets sie sein, doch bald stellt sich ein Weibum dar. Der zählt oft nur nach schwachen Stunden.
vom europäischen Gleichgewicht. Wenn einer sich verheerlicht, von dem ist bald nichts mehr zu spüren. Der Grund liegt meistens nur darin. Es gibt, Madame, zu sehr sich hin, der Politik, der offenen Türen. Unverschämt! Jawohl, ich schilde nicht zu stark, sie ist etwas faul im Staate Dänemark. Stand so sein, ganz nach Pariser Art. Er sagt, Madame, ich sag, Monsieur, ganz nach Pariser Art. Wir lieben uns, wie sich's versteht, ganz nach Pariser Art, wo jeder seine Wege geht. Ganz nach Pariser Art. Das hat Rass, so tralalalala, macht mir Spaß, so tralalalala. Und sollt der anders sein, dann spring ich nicht hin. Es waren zwei Königskinder, ich glaube, sie hatten sich lieb. Die konnten zusammen nicht kommen, wie dies einst ein Dichter beschrieb. Der Prinz aber blieb verschlossen, er hatte dafür seinen Grund. Das hat die Prinzessin verdrossen, warum er nicht auftat den Mund. Da hat nun die Dame Prinzessin getrieben ein grausames Spiel. Sie gab ihre Hand einem Mantel und das war dem Prinzen zu viel. Du gnädigste Dame Prinzessin, du tratest daran gar nicht recht. Du bist auch nicht besser wie andere vom schwachen, koketten Geschlecht. Doch glaubst du, dass ich mich drob kränke? Haha, du täuschest du dich, im Traume ich nicht daran denke. Danilo! Das sagte der Prinz, nicht ich. Und weiter, das sagte der Prinz noch, da nimm ihn, der sei dir verkönnt. Ist er von dannen gegangen und das tu ich auch, Kompliment! Wohin, Graf, wohin? Wohin? Wo soll ich hin? Dort, wo ich zu Hause bin. Jetzt geh ich ins Maxim, dort
ist es sehr intim. Ich dute alle Haare, wenn sie beim großen Namen la 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 juju kaklar ho fru fru. Sie lassen mich verliehen.